Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ninjala! Ja, das letzte Video ist jetzt ein bisschen her, aber Season 2 hat begonnen und ich hatte ja letztes Mal diese komische Fox-Maske gekauft. Ich habe auch noch mal ein bisschen gespielt, also ich bin jetzt Level 4, ist jetzt, ich habe nicht so krass gespielt, aber ein bisschen halt. Und man hat ganz viele Sachen bekommen, weil so und so viele Ippons irgendwie gemacht worden sind. Und ja, Season 2, es gibt eine neue Waffe, die ich vielleicht gleich mal ausprobieren möchte. Und weil man ganz viele Medaillen bekommen hat, können wir tatsächlich mal in die Kampfausrüstung reingehen und hier eine Shinobi-Karte freischalten. Ich habe nämlich jetzt ganz, ganz viele Medaillen geschenkt bekommen. So ganz viele Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen. Und für die zweite Kartenslot brauchen wir halt nur 20, 100 und 500. Können wir also easy peasy kaufen. Bin gespannt, wie viel kostet denn jetzt die dritte? Die können wir uns nicht kaufen, dafür brauchen wir ganz viele Goldmedaillen. Und dafür muss man, glaube ich, Erster werden, um die zu bekommen. Aber zweiter Shinobi-Platz ist ja schon mal nicht so schlecht. Und wir haben nur eine zweite Karte, deswegen kommt die jetzt einfach da rein. Gut, packen wir natürlich noch die Upgrade-Codes da rein. Und dann haben wir das doch soweit eigentlich ganz gut bedient hier alles, oder? 23 von 30 ist jetzt noch nicht perfekt, aber passt schon. Und ich wollte ja nochmal die neue Waffe hier zeigen. Also normalerweise spiele ich halt mit diesen Ippon Katana, aber es gibt jetzt eine ganz neue Waffenriege. Es sind so Boards halt einfach. Hier so ein Skateboard oder so ein einfach so ein Kaugummiboard oder so ein Surfboard oder einfach so ein riesiges Schwert, wie man das aus alten RPGs kennt. Richtig weird. Und das möchte ich eigentlich heute mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was die können. Wahrscheinlich werde ich richtig failen mit diesen Dingern. Aber wir wählen einfach mal dieses Homeboard hier aus und gucken, ob ich damit klarkomme oder nicht. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt. Könnte ganz interessant werden. Ich weiß nicht ganz genau, was die zweite Season jetzt bringt. Ob es in Ninjala auch so ein Elo-System gibt wie in anderen Spielen. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, mein Level ist noch gar nicht hoch genug, um überhaupt in Ranked spielen zu dürfen. Also ich kann mir vorstellen, dass man mindestens Level 10 dafür sein muss. Gucken wir uns auf jeden Fall auch irgendwann nochmal an, Leute. Das verspreche ich. Battle Royale! Immer dieselbe? Ne, ist nicht dieselbe Map. Also sie sieht genauso aus wie letztes Mal. Aber dann auch wieder nicht. Ich glaube, das Teil in der Mitte hat auf jeden Fall einen neuen Anstrich bekommen. Ich bin gespannt, ob es diesmal laggt oder nicht, weil im ersten Teil hat es ja leider rumgelaggt. Aber nicht wegen dem Spiel, sondern... Oh mein Gott, das funktioniert wieder gar nichts. Ich glaube, mein Internet ist schlecht. Ah, okay, da. Mein Spiel ist wieder da. Ich hatte kurz Angst, dass mein Internet weg ist. Wie springt man nochmal genau? Mit B statt mit A. Wie, okay, alles cool. Ich habe keine Ahnung, was mein Teil kann. Und ich habe halt, wie gesagt, lange nicht gespielt. Wir müssen auf jeden Fall so ein Teil an der Seite hier mitnehmen. Ah, genau, so konnte man mit seinem Kaugummi rumdüddeln. Wir verstecken uns jetzt hier erstmal. Da hinten ist schon so ein rotes Teil. Oh, will mich jemand angreifen? Willst du mich etwa angreifen? Ich habe ein Surfbrett. Willst du das wirklich? Will er nicht. Okay, rate ich dir auch. Oh, er will mich doch angreifen. Hä, er greift mich einfach doch an. Was ist denn bei ihm kaputt? Da werde ich natürlich richtig geil blocken einmal. Hier, ich mach dich richtig kaputt. Als ob du mich einfach angreifen kannst. Ja, hast du nun davon? Warte. Nein, du ipponst mich nicht weg. Als ob er mich weggeipponnt. Jetzt bin ich nur Vierter. Was machst du denn? Wir haben jetzt alle schon viel länger gespielt als ich. Ich wollte eigentlich nur so ein rotes Ding hier mitnehmen. Und dann kommt er da von hinten an, tut so, als wenn er weglaufen würde und läuft dann doch nicht weg. So, ja, wir machen am Anfang wieder dieselbe Taktik wie beim letzten Mal. Das lief da ganz gut. Und zwar erstmal diese roten Dinger holen, sich eine riesige Waffe holen und mit denen dann alle wegippern. Ist das ein Gegner? Ist kein Gegner. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es kein Gegner ist. Aber hätte ja sein können, das doch. So. Den Gewinner von denen werden wir wegsnacken. Du, Matty, du hast gewonnen. Dafür smash ich dich jetzt weg. Nein, nein. Hat er mich nicht eben schon vernichtet, dieser Typ hier? Okay, das gibt jetzt Rache. So, du denkst wohl, du kannst mich einfach wegippern. Aber nope. Da habe ich ihn richtig... Alter, ist cool. Das Surfboard ist richtig gut. Also hat auf jeden Fall was. Nein, ich will dich gar nicht angreifen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich wollte nur das rote Ding haben. Okay. Das sieht aus, als wenn ich meine Special... Never mind, ich bin einfach schon tot. Das habe ich noch nicht so ganz raus, weil ich tot bin. Habe ich irgendwo eine Lebensanzeige? Ja, ich habe eine Lebensanzeige. Ich habe gerade meine Special-Fähigkeit. Die müsste ich dann vielleicht auch irgendwann mal einsetzen. Aber wie viele von den Dingern brauchen wir denn eigentlich noch? Ein oder zwei, ne? Dann sollten wir schon fertig sein. Da fighten die schon wieder. Wir können, glaube ich, ein Dreier-Dings ma... Nein, habe ich das schlecht eingesetzt? Ich glaube, ich habe das richtig schlecht eingesetzt. Ich wusste nicht, was meine Ulti ist. Ich glaube, ich hätte das viel besser einsetzen können. Egal, wir holen uns trotzdem zwei Kills. Come on. Nein, wo ist er? Wo ist er hin? Hä? Plötzlich ist er weg. Da ist er. Nein, 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 nein. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Rechts, rechts ist eine gute Idee. Weggepumpt. Haha. Nein, jetzt kommt da noch einer an. Lass mich doch mal in Ruhe. Okay, ich kann eine Waffe herstellen. Ich kann eine Waffe herstellen, wenn ich cool bin. Ich kann eine Waffe herstellen, wenn ich cool bin. Lass mich mal kurz weg. Lass mich mal kurz weg. Ich muss ganz schnell hier weg. Ich brauche vor allem mal so ein gelbes Ding hier. Danke. So. Nein, ich habe gar keine Leben mehr. Oh Mann.
Ich darf gar nichts. Ich bin vor allem nur Dritter. Konnte ich nicht gerade noch eine große Waffe herstellen? Nee. Konnte das der Gegner? Ja, okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Eben kam da ein paar Mal die Anzeige, dass ich eine große Waffe herstellen kann. Verliert man diese gelben Dinger, wenn man stirbt? Okay, komm, egal. Große Waffe! Da-da-da-dam! Riesiges Board! So, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Hä, der... Guck mal, habt ihr es gesehen? Leute, habt ihr das einfach gesehen? Ich setze jetzt meine Special-Fähigkeit ein. I don't care. Lass mich mal kurz in Ruhe. Lass mich mal kurz in Ruhe. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Was macht er denn? Bitte, darf ich mich einmal bitte bewegen? Einmal nur. Danke. So, Special-Fähigkeit. Auf dass er hoffentlich stirbt, aber nein, tut er nicht. Wieso habe ich jetzt meine große Waffe wieder verloren? Oh, er ist da drin, Leute, er ist da drin. Bitte greif ihn an. Ja, er tötet sich einfach selber. Richtig der Dummkopf. Also ich habe keine Ahnung, was meine Ulti macht, aber die ist ja anscheinend richtig krass. Ich habe meine Waffe einfach verloren. Ich habe meine Waffe einfach verloren, deswegen konnte ich nicht angreifen. Was geht da denn ab, Leute? Was war das denn? Ich raff hier gar nichts, was abgeht. Das ist genauso wie in der ersten Folge. Ach, scheiße. Also ich habe ja erzählt, dass ich noch ein bisschen alleine gespielt hatte. Da bin ich tatsächlich auch Erster geworden. Habe ich leider nicht aufgenommen. Ja, aber dritter Platz ist auch in Ordnung, oder? Hä? Das Spiel ist so merkwürdig, aber trotzdem so cool. Ich hatte noch nie meine Waffe verloren. Aber vielleicht kriegen wir noch extra Punkte. Aber sieht nicht so aus. Nee, schade. Ja, weiß ich nicht, ob ich das Surfbrett jetzt so cool finde, wenn man das einfach verlieren kann. Aber guck mal, da im Hintergrund bin ich trotzdem. Ach ja, ich war ja Dritter. Ja, macht ja auch Sinn. Yeah. Aber keine Goldmedaille. Ich brauche nur meine Goldmedaille. Bitte, Goldmedaille. Okay, ich glaube, wir spielen wieder mit dem Ippon. Mit dem komme ich wenigstens klar und weiß, was es macht. So, und wenn ich jetzt nicht gewinne mit diesem richtig krassen Equipment, dann weiß ich auch nicht. So, diesmal mache ich meine ganz normale Taktik. Guck mal, da kommt die Casey schon an und die denkt, sie kann hier einfach das rote Ding angreifen. Aber nein, ich, Klein Dizzy, hab mich versteckt, um dich zu vernichten. Klaust mir bitte nicht meinen Kill. Das ist mein Kill, Shadow Dude. Ganz alleine mein Kill. Jetzt habe ich den anderen nicht gekillt, weil der Shadow Dude hier war. Kelsey, komm sofort her. Du bist mein Kill. Hör auf wegzulaufen. Kelsey, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu, dass jemand anderes den Kill für dich holt. Kelsey, komm sofort her. Warte, warte, jetzt habe ich dich. Zack. Weglaufen ist nicht. Wir sind Ninja. Und der Ninja-Codec besagt... Hat er mir jetzt den geklaut? Ich glaube schon. Der Ninja-Codec besagt, man muss immer kämpfen, wenn man einen anderen Ninja begegnet. Das ist nun mal so. Lass mal aufhören, den jetzt anzuvisieren da hinten. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Das ist ja richtig belastend. Kann er aufhören, den anderen... Danke. Ah, man muss auf den Knopf drücken. Jetzt, ich verstehe das Spiel immer mehr, Leute. So, wir holen uns erstmal ein paar rote Dinger. Es sei denn, wir können hier den Smasher einfach ab... Nein. Abgrasen. Komm, nein, jetzt lass mich den... Mann, okay, Special Attack, um alle drei zu vernichten. Let's go. Let's go. Ich hab gar nichts getroffen. Nice. Hä, habt ihr gesehen? Der hat einfach gemacht wie diese... aus Splatoon. Der hat sich einfach in den Boden verkrochen. Als wenn da so ein Splatoon-Typi wäre. Was geht denn bei ihm ab? Oh, wir sind einfach Erster. Okay, ich muss ja einfach nur... jetzt nicht mehr verlieren. Oh, dann bleibe ich Erster. Das einfacher geht's ja gar nicht. Viel einfacher geht das halt wirklich nicht. Da bin ich einfach weggeflogen. Einfach weggefetzt. Wer war das? Smasher. Alles klar, Smasher. Haben wir den nicht auch schon ein paar Mal besiegt, den Smasher? Hat der sich jetzt gerecht? Das geht's aber nicht. Okay, komm. Wir müssen unsere Waffe riesig machen. In der Hoffnung, dass wir sie dann nicht nochmal verlieren, wie in der letzten Runde. Okay, so. Ich bin bereit. Wo seid ihr, Gegner? Die sind alle in der Mitte. Was ist denn bei denen kaputt? Warum sind die alle in der Mitte? Und, hä? Irgendwie wirkt das so, als wenn es hier nur zwei, drei Gegner gibt. Die sind alle da oben. Alles klar. Ich misch mit. Warte, warte. Ich misch mit. Ich will den Smasher. Smasher, komm her. Zack. Ich smash dich weg. Du hast mich eben gesmashed. Und jetzt smash ich dich. Ja, cool. Das Spiel ist ja cool. Also bin ich auch cool. Damit das klar ist. Oh, Double Kill. Das war eine gute Ulti, glaube ich. Das war eine sehr gute Ulti. Ich liebe diese Ulti. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ach doch, die Ulti von dem Surfbrett-Typen war nicht so geil, ne? Der Smasher schon wieder. Was ist denn los mit ihm, dass er die ganze Zeit nur gegen mich kämpfen will? Alles klar, hier hast du nun davon. Denkst du, du bist richtig der Coole, hä? Aber nope, einfach weggeippont. Meine Güte, als ob er sich einfach mit dem Ersten anlegt. Wie dumm ist er denn? Ich habe den jetzt schon drei oder vier Mal weggeippont und er kommt trotzdem an. Oh, Airway, alles klar, du willst kämpfen. Das kann ich verstehen. Ich habe meine Waffe verloren. Moment, ich muss mal kurz meine Waffe herstellen. Wieso können die einfach die Waffe wegnehmen? Das ist eine ganz neue Mechanik für mich. Rechts, rechts ist immer gut.
So, und hinterher gesprungen und vernichtet! Du Blödkopf! Ihr könnt mir meinen ersten Platz nicht klauen. Das lasse ich nicht zu! Denn ich bin Desimon, der Ninja von Konohagakure! Sorry. Das Spiel ist voll aufregend, I don't know. Ich hab gleich wieder meine Ulti. Okay, jetzt Ulti-Attack! Nein, nein, lass mich kurz in Ruhe. Oh, ich hatte meine Ulti. Das wäre wieder ein Double-Kill gewesen. Aber man behält die Ulti. Wieder der Smasher! Okay, der Smasher ist jetzt einfach mein Erzfeind. Ich habe mir jetzt den Smasher als Erzfeind auserkoren. Los, kommt alle her. Okay, die sind alle auf einem Platz. Da. Ich habe nichts getroffen. Verdammte Hacke. Okay, ich will Smasher zumindest noch einmal vernichten. So, hier. Nein, nein, nein. Das lässt du schön bleiben. Immer schön rechts. Den kriegen wir noch. Airway kriegen wir noch. Airway kriegen wir noch. Come on! Haben wir noch? Nee, nein, er lebt noch. Oh, so ein Glückspilz. Aber ich bin Erster, come on. Ich bin. Ja! Guck mal, einer ist doch AFK gegangen. Lol. Ja, da kann ich gar keiner aufholen. Ich bin einfach der Epon Master! Epon, Epon! Ach, das war witzig. Wie die auch alle gleich aussehen. Yeah! Guck, mit der Waffe läuft das gleich viel besser. Nice. Aber ich hab keine goldene Ninja-Medaille bekommen. Warum nicht? Das ist ja belastend, möchte ich sagen. Kann mir jemand von euch sagen, wie man goldene Medaillen bekommt? Wenn man die schon nicht bekommt, wenn man Erster ist, wann denn dann? Ich habe Liga 4 erreicht und 500 Bronzemedaille bekommen. Okay. Ach, die oberen, die kriegt man immer. Das ist die Belohnung, die man immer bekommt in der zweiten Season. Und so kann man auch Goldmedaillen bekommen. Ah ja, okay. Und wenn man für Geld diesen Liga-Pass kauft, dann kann man hier noch sehr viel mehr bekommen. Witzig. Aber ich muss auch eine Menge lernen, bevor ich hier irgendwas Tolles machen kann. Und ich verstehe auch immer noch nicht, wie Wanket zustande kommt. Ich glaube, das schaltet sich halt wirklich erst mit der Zeit frei. Ah, guck, Teamkampf kann man jetzt nämlich auch inzwischen auswählen. Auf Teamkampf hätte ich wirklich mal richtig Bock. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir mal Teamkampf. Was haltet ihr davon? Fühl dich gut. Ob man dann auch mit Abonnenten oder sowas zusammenspielen kann? Müsste ja, ne? Dann kann man seine eigene Arena machen und wenn man sich dann zusammen trifft, müsste das gehen. Ich schaue mir das mal genau an, Leute, und dann... Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.